Hallo zusammen, wir sind hier live am Sportforum Appenzellerland und bei mir ist jetzt Mirena Kühn, Top-Skifahrerin aus dem Appenzellerland. Ja, der Winter kommt, Mirena, aber unterwegs mit Krücken, du hast dich verletzt, Kaderstatus verloren in diesem Jahr. Ist die Saison für dich gelaufen, bevor sie richtig losgeht? So kann ich noch nichts sagen, so weiss ich noch nichts. Ich habe natürlich auch noch gehofft, dass ich noch mal rein mag, aber jetzt muss ich vorzuschauen. Können wir doch noch mal schnell Revue passieren lassen. Was ist eigentlich passiert? Warum bist du im Moment verletzt? Bei dem ersten Trainingstag, also im Juni, wo ich mich wieder anfangen vorbereiten für die nächste Saison, bin ich beim Freifahren blöd umgekommen. Passiert ja meistens auch blöd. Und danach habe ich das Schienbein und das Wadenbein gebrochen. Und jetzt heisst das vor allem regenerieren. Was ist denn dein Ziel? Du willst wieder zurück ins Topkader? Ja, wäre schön, wenn es nochmal klappen würde. Also ich gebe natürlich jetzt Gas und schaue, dass es möglichst gut kommt. Und dann schaue, was rauskommt. Und was ist dein Ziel, dein Horizont? Also jetzt eine Saison auslassen und dann wieder dabei sein? Oder braucht es ein bisschen länger, bis man da wieder an der Spitze mitfährt? Ist jetzt einfach noch schwierig zu sagen. Ich muss jetzt wirklich schauen, wie es dem B geht, wie der Heilungsverlauf ist und wenn ich überhaupt wieder auf die Ski kann. Und nachher kann ich dann so anfangen, Ziele wieder setzen, weil jetzt ist es einfach noch zu früh zu sagen. Mirena Küng ist ja auch bekannt als Musikerin. Du bist dabei bei den Geschwistern Küng. Machst du in dieser Appenzeller-Formation mit? Was machst du eigentlich lieber, Skifahren oder Musik? Ja, ich hätte schon, also Skifahren hat natürlich Priorität, ganz klar. Aber man muss sich auch bewusst sein, oder, dass Skifahren dann nochmal fertig ist. Man kann da nicht ewig machen. Und Musik kann man das ganze Leben lang also spielen und tut gut. Also das heisst, wenn die Skikarriere fertig ist, Musikkarriere, die ziehst du auf jeden Fall weiter? Karriere ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich behalte es sicher als Hobby. Also auf jeden Fall viel Glück, Mirena Küng.